Wilhelm Conrad Röntgen. Seine bahnbrechende Entdeckung von unsichtbaren Strahlen trägt noch heute seinen Namen und findet seitdem nicht nur in der Medizin Anwendung. Sein Elternhaus, in dem er am 27. März 1845 in Lennep geboren wurde, ist heute ein Ortsteil von Remscheid. Nur wenige Meter entfernt entstand bereits in den frühen 30er Jahren ein Museum, das seine Arbeit würdigt. 1895 gelang es Wilhelm Conrad Röntgen erstmals, mit Hilfe seiner neu entdeckten X-Strahlen ein Skelett erkennbar zu machen. X stand für das Unbekannte. Im weltweit einzigen Röntgenmuseum erinnern zahlreiche Nachlässe an den berühmtesten Sohn der Stadt. Die Ausstellung vermittelt nicht nur die rasante technische Entwicklung der Röntgentechnik, sondern erläutert auch ihre Weiterentwicklung und die vielen Anwendungsgebiete der Röntgentechnik bis in die Gegenwart. Zahlreiche historische Gerätschaften, wie sie einst in Krankenhäusern und Arztpraxen ihre Anwendung fanden, bilden einen Schwerpunkt der Ausstellung. In einem abgedunkelten Raum wird der Versuchsaufbau von 1895 demonstriert. Ein Audioführer mit speziellen Programmen für Erwachsene und Kinder hilft, sich zu orientieren. An meiner Klinik werden viele Patientinnen mit Krebs behandelt. Wir haben hier bei uns einige neue Methoden der Strahlentherapie. Auch ein Röntgenbus der 60er Jahre, wie er bei Tuberkulose-Reihenuntersuchungen damals eingesetzt wurde, kann man betreten. Natürlich strahlungsfrei. Wir wollen eben, was ich eingangs sagte, dass die Besucher selbst zugreifen, die Sachen begreifen, hinter die Sachen schauen. Welche Aufgabe hat ein Museum? Einen alten Originalschreibtisch zu zeigen? Ihn zu konservieren? Durch einen Zeittunnel, in dem Röntgenbilder an die Wände projiziert werden, gelangen die Museumsbesucher in ein düsteres Szenario aus dem Ersten Weltkrieg. In einem nachgebauten Feldlazarett wird eindrucksvoll vermittelt, wie Verwundete mit Hilfe von Röntgenstrahlen behandelt wurden. Hier erinnert das Museum an das Wirken von Marie Curie, die während des Krieges mit mobilen Röntgenstationen und großem humanitärem Engagement vielen verwundeten Soldaten das Leben rettete. Die Gesellschaft der Freunde und Förderer des Deutschen Röntgenmuseums ist sehr glücklich darüber und stolz darauf, dass sie durch die NRW-Stiftung unterstützt wurde. Ohne eine breite Unterstützung der Bevölkerung für solche Vorhaben sind Projekte dieser Art kaum noch zu realisieren. Die Röntgenplakette ist eine unter Wissenschaftlern hoch angesehene Auszeichnung. Alljährlich verleiht die Stadt Remscheid in einem Festakt die Plakette an verdiente Forscher. 2010 erhielt Professor Dr. Helmut Dosch die Ehrung für seine Arbeit zur Oberflächenröntgensteuerung. ...1901 erhielt Wilhelm Conrad Röntgen den damals erstmalig vergebenen Physik-Nobelpreis für seine Entdeckung. Dem historischen Festakt und seinen spannenden Hintergründen ist im Museum ein eigener Raum gewidmet. Röntgen damals 1901 in Empfang genommen hat. Seit 2005 befindet sich das Museum in einer groß angelegten Umbauphase und Neukonzeption. Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung unterstützte den Ausbau des Museums, das seit Januar 2010 eine deutlich erweiterte Ausstellungs- und Veranstaltungsfläche hat. Ein weiterer Bauabschnitt ist für einen späteren Zeitpunkt geplant. Das Deutsche Röntgenmuseum in Remscheid hat sich längst zu einem Besuchermagneten im Bergischen Land entwickelt.